Hallo und herzlich willkommen zur IT-Einführung an diesem wunderbar sonnigen, aber gleichzeitig auch historischen Samstag. Normalerweise würden wir uns für die IT-Einführung im Hörsaal sehen. Da dies aus bekannten Gründen derzeit nicht möglich ist, kommt der Stream direkt auf eure digitalen Endgeräte. Gleichzeitig zum deutschsprachigen Stream ist auch ein englischsprachiger verfügbar. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ihr habt hier ebenfalls die Möglichkeit, über Slido Fragen zu stellen. Dazu geht ihr auf slido.com und gebt den Code Z-IT ein. Die Fragen erscheinen dann auf der rechten Seite im Stream. Die hier gezeigten Folien könnt ihr euch im Nachgang auf der Webseite der Studieneinführungstage herunterladen. Ja, was werden wir heute besprechen? Wir werden etwas genauer auf die beiden Tools TUM Online und Moodle eingehen, da diese doch relativ wichtig sind für den Studienverlauf. Dann werden wir über die Kennungen und Services sprechen, euch einen kurzen Crashkurs zur Bibliotheksnutzung geben, ein paar nützliche Links und Tools zeigen und last but not least dürfen wir auch noch über Corona sprechen. TUM Online ist die Software zur Verwaltung eures Studiums und auch zur Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Zur Vorstellung von TUM Online haben wir ein kurzes Video produziert, welches ich euch kurz vorspielen möchte. Sollten Fragen während des Videos aufkommen, könnt ihr diese gerne über Slido stellen. In diesem Video erkläre ich euch jetzt die Funktionen der Campus Management Software TUM Online. In TUM Online könnt ihr die meisten organisatorischen Dinge eures Studiums verwalten, wie in etwa Vorlesungs- oder Prüfungsanmeldungen oder euren Studienbeitrag. Ihr könnt euch ganz einfach mit eurer TUM-Kennung hier anmelden. Nach der Anmeldung seht ihr euren Startbildschirm. Die Funktionen von TUM Online sind hier in verschiedenen Kategorien zusammengefasst. Ganz oben seht ihr Studium und Lehre. Hier findet ihr alles, was mit eurem Studium und den entsprechenden Veranstaltungen wie Vorlesungen oder Übungen zu tun hat. Das wichtigste Hilfsmittel ist hier euer Studienplan. In diesem seht ihr den momentanen Stand eures Studiums und alle Module, die ihr für euren Abschluss benötigt. Der Studienplan ist auch die einfachste Art, euch zu Lehrveranstaltungen anzumelden, indem ihr die entsprechende Veranstaltung einfach hier auswählt. Ihr könnt euch auch über die Kachel Lehrveranstaltungen zu Vorlesungen oder Übungen anmelden. Hier müsst ihr aber nach dem Namen der Vorlesung oder Übung bzw. nach der Modulnummer suchen. Außerdem ist es dann noch notwendig, in der Anmeldung den Studienplankontext auszuwählen, über den ihr die Vorlesung einbringen wollt. Als nächstes zeige ich euch nun die Kategorie Prüfungen, die, wie der Name schon erahnen lässt, alles Relevante zu den Prüfungsleistungen in eurem Studium enthält. Eure Prüfungstermine findet ihr am einfachsten wieder im Studienbaum. Die Suche über Prüfungstermine ist leider deutlich umständlicher. Hier seht ihr nun die Prüfungsan- und Abmeldung. Die Anmeldung läuft wieder über den Studienbaum. Ihr könnt aber auch beliebig nach anderen Prüfungen suchen. Außerdem habt ihr hier in dieser Übersicht einen guten Überblick über alle Prüfungen, zu denen ihr derzeit angemeldet seid. Unter Meine Leistungen findet ihr alle Prüfungen, die bereits eine Note zugeordnet haben, also schon bewertet wurden. Unter Studienerfolgsnachweis findet ihr am Ende eines jeden Semesters euren Prüfungsbescheid und habt die Möglichkeit, einen ECTS-Kontoauszug oder den aktuellen Leistungsnachweis oder Transcript of Records auszudrucken. Dieser ist vor allem für Bewerbungen sehr wichtig. Anerkennungen enthält schließlich noch den Status zu allen laufenden Anerkennungen von Leistungen, zum Beispiel aus vorhergegangenen Studiengängen. Unter Immatrikulation findet ihr zuerst wichtige Dokumente zum Ausdrucken, wie zum Beispiel eure Immatrikulationsbescheinigung, Studienverlaufsbescheinigung oder diverse Anträge. Unter Account findet ihr noch einige Funktionen, die der Sicherheit eures TUM Online-Accounts dienen. So könnt ihr hier zum Beispiel euer Passwort ändern oder die letzten Anmeldungen einsehen.
Weiterhin findet sich hier auch die Verwaltung eurer E-Mail-Adressen, wo wir später noch einmal darauf zurückkommen werden. Den letzten relevanten Teil findet ihr weiter unten unter andere IT-Dienste. Hier findet ihr Zugang zu verschiedenen IT-Services, wie zum Beispiel die Exchange Mailbox, Sync and Share, eine Plattform, wo ihr sehr einfach Dokumente mit Kommilitonen oder anderen Personen teilen könnt, oder weitere Softwareangebote wie zum Beispiel Microsoft Office. Am Schluss ist es noch gut zu erwähnen, dass man sich in TUM Online Funktionen sehr leicht als Favoriten markieren kann. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn ihr etwas sehr häufig braucht, wie zum Beispiel euren Studienplan. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Vorstellung von TUM Online und gebe zurück an den Livestream. Ja, es gab ein paar Fragen, daher werde ich noch mal etwas genauer auf den Studienplan eingehen. Zum einen besteht der Studienplan aus den sogenannten Pflichtmodulen, also denen, die ihr einbringen müsst, und Wahlmodulen, von denen ihr wählen könnt. Wenn ihr euch zu einem Pflicht- oder zu einem Modul anmelden wollt, wählt ihr das entsprechende aus. Nehmen wir beispielsweise mal Einführung in die Informatik 1. So, wenn ihr hier diesen entsprechenden, bei der Einführung in die Informatik 1 beispielsweise auf das Plus geht, seht ihr hier zwei Bereiche. Dieser grüne Kreis bedeutet die Prüfungsanmeldung. Diese wird erst später relevant. Mit diesem roten Dreieck könnt ihr euch zu der Vorlesung anmelden. Zu der Vorlesungsanmeldung könnt ihr hier auf diesen grünen Pfeil gehen. Dieser bedeutet, dass die Vorlesungsanmeldung derzeit geöffnet ist. Wenn ihr diesen anklickt, öffnet sich das Anmeldefenster. Hier müsst ihr den Studienplankontext auswählen. Dies bedeutet vereinfacht gesagt einfach euren Studienplan, um zu zeigen, dass ihr dieses Fach als Pflichtmodul einbringt. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit einer freien Anmeldung. Dies ist aber eigentlich irrelevant. Für euch interessant ist, ihr müsst hier Anmeldung mit Studienplan knoten und dann die entsprechende Veranstaltung anmelden. Dann könnt ihr euch in der sogenannten hier jetzt Standardgruppe anmelden. Diese ist eigentlich nur interessant für Tutorien, wo es mehrere Gruppen geht und ihr damit entsprechend eine Auswahlmöglichkeit habt. Bei den Vorlesungen wählt ihr einfach die Standardgruppe aus und geht dann auf Belegwunsch erfassen. Und dann sollte die Anmeldung entsprechend durchgeführt sein. So. So, wenn in TUM Online der Tag der Platzvergabe schon verstrichen ist, dann bedeutet es, dass sozusagen die Platzfreigabe bereits erfolgt ist. Wenn ihr einen Fixplatz zugewiesen bekommen habt, habt ihr sozusagen einen Fixplatz und dürft teilnehmen. Wenn nur Voraussetzungen erfüllt steht, bedeutet es, dass ihr in dem Fall noch keinen Fixplatz habt, also keinen Platz für die Veranstaltung habt. Es kann aber möglich sein, falls jemand seinen Fixplatz wieder abtritt, dass er sozusagen von der Warteliste nach oben rutscht. So, die Modulhandbücher der Lehrveranstaltungen findet ihr auf der Webseite der jeweiligen Fakultät. Dazu kommen wir später noch mal etwas genauer. Ja, dann kommen wir zum eigentlich zweitwichtigsten Tool, Moodle. Das ist die Plattform, wo ihr eure Übungsblätter herbekommt und eure Hausaufgaben abgeben könnt. Moodle erreicht ihr über die Webseite moodle.tum.de. Nach der Anmeldung seht ihr die Seite wie hier rechts im Bild. In der Meine Kursübersicht seht ihr alle Kurse, zu denen es einen Moodle-Kurs gibt. Ihr müsst euch zuerst in TUM Online für die jeweilige Lehrveranstaltung anmelden, dann wird auch der jeweilige Kurs sichtbar. Auf der rechten Seite bei Aktuelle Termine findet ihr die Abgabefristen für beispielsweise Hausaufgaben. Im Kalender sind diese nochmal in kalendarischer Form dargestellt. Im Bereich Alle Kursbereiche könnt ihr euch für einzelne Kurse anmelden.
Dies ist allerdings nur im Ausnahmefall notwendig. Normalerweise reicht es, sich in TUM Online für die Lehrveranstaltung anzumelden und dann kommt der jeweilige Moodle-Kurs automatisch. Wenn ihr jetzt einen beliebigen Kurs hier öffnet, kommt ihr auf die Moodle-Kursseite. Diese ist von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung unterschiedlich aufgebaut, aber es gibt so einige Bausteine, die oftmals verwendet werden. Zum einen das Benachrichtigungsforum. Hier kommuniziert der Dozent bzw. die Übungsleitung mit euch. Dieses Forum ist meistens per E-Mail abonniert, das heißt, ihr bekommt automatisch eine Benachrichtigung, falls dort eine Nachricht eingestellt wird. Im Diskussionsforum könnt ihr euch mit anderen Studierenden über den Themenbereich austauschen und Fragen zum Stoff stellen. Die Vorlesungen sind dann meistens in Wochen unterteilt. Wird die Vorlesung mittels Panopto bereitgestellt? Dann wird diese meistens direkt eingebunden und ihr könnt einfach auf Play drücken und euch die Vorlesung anschauen. Darunter findet ihr Materialien zu der Vorlesung, beispielsweise die Folien, Übungsblätter, Hausaufgaben und auch die Abgabemöglichkeit für die Hausaufgaben. Die einzelnen Panopto-Vorlesungen sind hier auf der rechten Seite nochmal in einer Listenform dargestellt. Darunter bei Aktivitäten könnt ihr euch das Arbeitsmaterial, die Hausaufgaben, die Folien noch einmal in einer Listenform darstellen lassen. Ja, kommen wir jetzt zum Bereich Kennungen und Services. Jeder TUM-Studierende hat ein sogenanntes LRZ-Konto. Das LRZ steht dabei für Leibniz Rechenzentrum. Dieses befindet sich in Garching direkt neben dem MI-Gebäude. Die LRZ-Kennung besteht aus der Form Go 42 TUM oder eben ähnlich. Dieses LRZ-Konto wird zur Anmeldung in TUM Online, Moodle, Artemis für PGDP beispielsweise, Mail, EduRoam, verschiedene LRZ-Dienste und überall, wo man sich mit der TUM-Kennung anmelden kann, genutzt. Ihr kennt diese Kennung bereits aus TUM Online, sie wird nur offiziell als LRZ-Kennung und nicht als TUM Online-Kennung bezeichnet. Da man mit dieser Kennung relativ viel anstellen kann, ist dabei ein sicheres Passwort absolut notwendig. Die Studierenden der Informatik und Mathematik haben zusätzlich das RBG-Konto. Die RBG steht dabei für die Rechnerbetriebsgruppe und die Rechnerkennung besteht meistens aus dem Nachnamen. Sollte der Nachname bereits vergeben sein, sind noch ein paar Buchstaben des Vornamens enthalten. Ja, was könnt ihr mit diesen Konten alles machen? Eine allgemeine Übersicht zu den Diensten mit dem LRZ-Konto findet ihr hier. Erwähnenswert von unserer Seite wäre der VPN-Zugriff, den ihr euch einrichten solltet, um auch von extern auf die Dienste der TUM zugreifen zu können. Des Weiteren gibt es ein GitLab, ein Sync and Share, also eine Online-Plattform. Ihr könnt über TUM Online im Reiter Software vergünstigte bzw. kostenfreie Softwareprodukte beziehen, beispielsweise Microsoft-Produkte, MindManager, MATLAB oder andere Sachen. Ebenso ist es möglich, dass ihr euch bei externen Anbietern mit eurer TUM-E-Mail-Adresse registriert und dabei beispielsweise die JetBrains IDE, namentlich IntelliJ Ultimate, herunterladet. Mit dem RBG-Konto hat mal grundsätzlich alles zu tun, was mit in.tum.de bzw. ma.tum.de zu tun hat. Ausführliche Informationen zum Konto findet ihr im Wiki der RBG. Dieses Wiki ist auch die erste Anlaufstelle und Übersicht über alle Dienste der RBG. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, gibt es ein Helpdesk in der kleinen Rechnerhalle. Dieser ist auch per E-Mail erreichbar. Die Verwaltung und Registrierung zum RBG-Konto erfolgt über uCentral. Erwähnenswert wäre beispielsweise die Frageplattform der RBG. Diese ist allerdings nur innerhalb der TUM zugänglich. Von extern müsst ihr euch mit dem bereits erwähnten VPN-Client einwählen. Und ebenso gibt es eine Alternative zu Sync and Share, da dieses gerne mal Dateien verschluckt. Ja, kommen wir nochmal etwas genauer zum Thema E-Mail. Einmal zur TUM Online-E-Mail-Adresse. Die Verwaltung erfolgt dabei in TUM Online nur dem Reiter E-Mail-Adressen. Jeder Studierende hat eine E-Mail in der Form lrzkennung@my.tum.de. In TUM Online könnt ihr euch eine E-Mail-Adresse in der Form Vorname.Nachname@tum.de erstellen. Dieses würden wir für sinnvoll halten. Ebenso könnt ihr wählen, ob die
ob die E-Mail-Adressen, die an eure, ob die E-Mails, die an eure E-Mail-Adressen gesendet werden, nur weitergeleitet werden sollen, beispielsweise an eure private Inbox oder in eine separate Mailbox zugestellt werden sollen. Wichtige Informationen, beispielsweise zu Vorlesungen, zu Übungen, zu Prüfungen, werden über diese E-Mail kommuniziert. Daher solltet ihr diese unbedingt regelmäßig abrufen oder weiterleiten. Solltet ihr euch für die Zustellung eine Mailbox entschieden haben, könnt ihr über mail.tum.de oder über einen Client diese abrufen. Eine entsprechende Anleitung zur Einrichtung des Clients findet ihr hier. Ebenso ist im mail.tum.de ein Adressbuch aller TUM-Studierenden zu finden. Dieses kann auch mittels Exchange aufgerufen werden. Mit dem RBG-Konto habt ihr ebenfalls eine E-Mail-Adresse. Diese ist über webmail.in.tum.de aufrufbar oder kann alternativ auch im Client aufgerufen werden. Diese hat die Form rgb-erkennung@in.tum.de bzw. @mar.tum.de, je nach eurem Studiengang. Für diese E-Mail-Adressen sind ferner E-Mail-Zertifikate verfügbar. Eine Anleitung dazu findet ihr hier. Die Weiterleitung in ein gemeinsames Postfach ist sinnvoll, wobei wichtige Informationen eher über die E-Mail-Adresse über TUM Online kommen. Die RBG stellt darüber hinaus noch die sogenannte Rechnerhalle zur Verfügung. Diese könnt ihr im MI-Gebäude zwischen Finger 5 und 7 im Erdgeschoss finden und diese ist in eine kleine und große Rechnerhalle gegliedert. Weitere Rechnerräume sind im MI-Gebäude verteilt, eine Übersicht dazu im Wiki. Diese Rechnerräume haben Arbeitsplätze, die mit einer sogenannten Blackbox, also einer Art Computer, ausgestattet sind und die auch entsprechende Software bereitstellen. Ein Login dabei ist mittels Rechnererkennung notwendig. Ebenso ist ein Remote-Zugriff mittels SSH möglich, eine Anleitung dazu im Wiki. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass die Dateiverwaltung mit WinSCP darüber hinaus möglich ist. Dies wird nicht explizit im Wiki erklärt. Als Goodie ist vielleicht noch die Erstellung einer eigenen Homepage möglich, Anleitung ebenfalls im Wiki. Kommen wir noch kurz zum Thema Drucken und Scannen im MI-Gebäude. Jeder Studierende der Informatik und Mathematik hat grundsätzlich ein Druckkontingent von 50 Seiten pro Semester. Weitere 100 Seiten für 3,50 € könnt ihr euch im Skriptenverkauf erwerben. Grundsätzlich erfolgt das Drucken als ein sogenanntes Follow-Me-Drucken. Das heißt, ihr schickt eure Druckaufträge in die Warteschleife, könnt dann an ein beliebiges Gerät gehen, dort euren Studentenausweis auflegen und eure Druckaufträge werden direkt ausgedruckt. Das Scannen ist darüber hinaus an allen Stockwerksdruckern möglich. Dieser Scan kann sich dann per E-Mail zugeschickt werden oder auf einem USB-Stick gespeichert werden. Die Verwaltung dazu erfolgt ebenfalls über UCentral. Wenn ihr diese hier verlinkte Seite öffnet, kommt ihr auf eine Seite mit einer Tabelle. In einer Zeile der Tabelle steht Status. Solltet ihr im MI-Gebäude sein, könnt ihr dort euren Rechner zum Drucken freischalten. Die Druckereinrichtung dabei ist etwas komplizierter. Entsprechende Anleitungen sind hier verlinkt. In der Zeile Abholung am Gerät sollte euer Studentenausweis stehen. Wenn diese Zeile leer ist, solltet ihr euren Studentenausweis vorher noch einmal registrieren. Da die Druckereinrichtung etwas komplizierter ist, gibt es einen weiteren Weg über die Webseite QPilot. Dort könnt ihr einfach Druckaufträge per Drag and Drop starten, eure Aufträge verwalten, den Kontingentstand einsehen und weiteres tun. Gegebenenfalls ist hier ebenfalls eine Einrichtung des Studienausweises in UCentral notwendig. Eine Anleitung hier ist ebenfalls verlinkt. Ja, jetzt haben wir relativ viel über Mathematik und Informatik gesprochen, doch was ist eigentlich mit den Physikern? Die Physiker finden die Rechner und Drucker direkt rechts am Eingang des Physikgebäudes vor der Fachschaft. Die Physiker haben keine Extrakennung, das heißt, die Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels der LRZ-Kennung. Die Physiker haben darüber hinaus ein relativ generöses Druckkontingent von etwa 60 Seiten pro Monat zur Verfügung. Auf dem Campus ist ferner natürlich auch WLAN verfügbar. Für uns Studierende steht dabei das Netzwerk eDroam zur Verfügung. Dieses ist ein sicheres Netzwerk
und nach der Anmeldung an vielen Unis weltweit nutzbar. Die Anmeldung erfolgt dabei mit dem hier angezeigten Username und dem entsprechenden Passwort. Nach der Anmeldung solltet ihr noch Zertifikate hinterlegen, eine Anleitung dazu hier. Erwähnenswert wäre, dass die TUM Campus App auf Android die Einrichtung automatisch durchführen kann. Des Weiteren gibt es das WLAN-Netzwerk LAZ. Nach der Verbindung müsst ihr eine VPN-Verbindung zum LAZ aufbauen. Diese haben wir ja bereits vorher erklärt. Als drittes Netzwerk im Bunde gibt es noch das Bayern-WLAN. Dies ist ein öffentliches WLAN-Netzwerk für alle. Wir empfehlen aber als Studierender eRoam zu nutzen. Ja, so viel zum Thema Kennungen und Services. Die Fragen werde ich der Übersichtlichkeit halber im Nachgang noch beantworten. Jetzt noch ein kurzer Crashkurs zum Thema Bibliotheksnutzung. Auf der Rückseite eures Studentenausweises findet ihr euren Bibliotheksausweis bzw. die Bibliotheksnummer. Es ist einmal notwendig, den Bibliotheksbestimmungen in TUM Online unter dem Reiter Universitätsbibliothek zuzustimmen. Den Online-Auftritt der Bibliothek findet ihr hier. Ein OPAC, also ein Suchsystem zur Suche und Bestellung von Literatur hier. Wichtig wäre hier die weise Wahl des Abholortes in der jeweiligen Teilbibliothek. Ebenfalls gibt es ein OPAC Plus, welches zusätzlich wissenschaftliche Artikel findet. Eine vorherige Anmeldung im E-Access ist dabei sinnvoll, dazu kommen wir gleich. Ebenso gibt es die Möglichkeit der fairen Leihe aus anderen Bibliotheken und auch einen Dienst mit dem wundervollen Namen Documentum, welches euch vorrätige Zeitschriften und Bücher bis zu 10% innerhalb von 1 bis 3 Arbeitstagen eingescannt per E-Mail zuschickt. Zu den Besonderheiten beim E-Access kommen wir jetzt. Damit ihr auch E-Books online lesen könnt, müsst ihr euch vorher bei dem sogenannten E-Access anmelden. Diesen findet ihr unter diesem Link. Danach könnt ihr im OPAC nach E-Books suchen und diese mit Online-Lesen öffnen. Ihr seht, ob ihr entsprechend authentifiziert seid im OPAC, in dem auf der rechten Seite die Authentifizierung erfolgreich war. Nach der Anmeldung im E-Access ist ebenfalls eine Datenbank von elektronischen Zeitschriften und eine Auflistung mit externen Datenbanken verfügbar. Bei E-Medien ist gegebenenfalls die Anmeldung auf der jeweiligen externen Seite notwendig. Dabei wählt ihr dann beispielsweise Institutional Login aus, wählt die Technische Universität München aus und könnt euch dann mit der TUM-LAZ-Kennung anmelden. Erwähnenswert hier wäre noch Springer-Link, erreichbar unter dem Link springer.tum.sexy. Dieses bietet einen Online-Zugriff auf Medien des Springer Verlages. Die Anmeldung erfolgt hier mittels TUM-LAZ-Kennung. Ja, noch kurz ein paar nützliche Links und Tools, mit denen ihr euch das Leben vereinfachen könnt. Von den Studieneinführungstagen gibt es natürlich auch noch mehr als diese IT-Einführung. Einerseits die Webseite, wo ihr euch diese Folien runterladen könnt, eine digitale Campus-Tour, um auch von zu Hause einen Eindruck vom Campus zu bekommen, den ESD Guide Setup und noch die Gamer Rally heute von 14 bis 18 Uhr auf Discord. Vorher schon gesehen, gibt es die Webseite tum.sexy mit einer Linksammlung und Shortlinks hauptsächlich für Informatik und Mathematik. Dort findet ihr Studienpläne, also Pläne von Modulen, die ihr einbringen müsst, Lernmaterialien, Shortlinks zu Vorlesungen oder auch die Übersichtsseite Hunger mit Informationen zum Speisenangebot und zur Mensa-Auslastung. Ebenfalls gibt es einen Online-LaTeX-Editor, einen Roomfinder und von der Fachschaft Mathematik, Physik, Informatik einen Newsletter über Telegram und ein schwarzes Brett. Die studentische Vertretung bietet ebenfalls ein Newsletter und ein schwarzes Brett an. Ja, bei den Worten wäre auf einer Apple Keynote normalerweise Begeisterung ausgebrochen. Bei uns folgt der eher Ernüchterung. Dennoch müssen wir noch über Corona sprechen. Offiziell ist dieses Wintersemester ein Hybridsemester mit einem Mix aus Online- und Präsenzlehre. Leider gibt es keine einheitliche Linie und bei einer Online-Lehre auch keine einheitliche Verwendung von Tools und Software. Daher ist es wichtig, dass ihr euch in TUM Online für die Lehrveranstaltung registriert und auch auf TUM Online nach Infos und auf Moodle nach Infos schaut. Manche Lehrveranstaltungen stellen zusätzlich Kommunikationsforen bereit. Infos dazu gibt es in Moodle. Ja,
Auf welcher Plattform die Vorlesung stattfindet, findet ihr ebenfalls im Moodle. Hier ein paar Tools, über die die Vorlesungen beispielsweise gehalten werden können. Natürlich ganz klassisch eine Vorlesung in Präsenz, derzeit aber eher selten. Die RBG stellt den Dienst tum.live zur Verfügung, mit dem Live-Vorlesungen mit Aufzeichnung durchgeführt werden können. Dies wird hauptsächlich für Veranstaltungen der Mathematik und Informatik verwendet. Tumweit gibt es Panopto. Mit Panopto können Aufzeichnungen von Vorlesungen im jeweiligen Moodle-Kurs bereitgestellt werden. Es gibt den etwas älteren Dienst streams.tum, welcher Live- und/oder Aufzeichnung von Vorlesungen bietet. Vorlesungen können auch über Zoom gehalten werden oder über die Alternative der Mathematik- und Informatikfakultät Big Blue Button. Hauptsächlich die Wirtschaftswissenschaften, also Studierende der Wirtschaftsinformatik und Fächer mit Nebenfach Wirtschaft, werden auch Lecturio nutzen. Dies ist ein externer Dienst, welcher Aufzeichnungen von Vorlesungen Dienst bietet. Hier ist eine Registrierung mittels TUM-E-Mail-Adresse notwendig. Tutorien können neben Präsenz über Big Blue Button oder Zoom gehalten werden. Big Blue Button wird, wie erwähnt, hauptsächlich in der Mathematik- und Informatikfakultät verwendet. Den Teilnahmelink könnt ihr einfach im Browser öffnen. Eigene Räume könnt ihr euch über diese Webseite erstellen. Dabei ist eine Anmeldung mittels RGB-Kennung notwendig. Zoom wird tumweit verwendet. Zur Teilnahme bekommt ihr entweder einen Meeting-Link und/oder ein Meeting-ID mit einem Passwort. Zoom kann einerseits über den Browser oder über einen Client verwendet werden. Zur Nutzung im Browser könnt ihr tum-conf.zoom.us im Browser eingeben und kommt auf die Zoom-Seite der TUM. Über die Schaltfläche Meeting beitreten könnt ihr einer Konferenz mit ID und Passwort beitreten. Alternativ könnt ihr den Meeting-Link öffnen, das Starten der Zoom-Anwendung verhindern und stattdessen starten Sie über Ihren Browser auswählen. Ebenso könnt ihr euch eigene Meetings erstellen, dabei ist allerdings eine Anmeldung mittels LRZ-Kennung notwendig. Etwas komfortabler ist die Nutzung über den Browser bzw. über den Desktop-Client. Diesen könnt ihr euch auf der Zoom-Webseite downloaden. Dort müsst ihr Anmeldung mittels SSO wählen, TUN-Conf eingeben und euch dann mit der LRZ-Kennung anmelden. Ein Beitritt ist über die Schaltfläche Beitreten mit ID und Passwort möglich. Alternativ könnt ihr den Link im Browser öffnen und diesmal das Starten der Zoom-Anwendung erlauben. Ebenso können eigene Meetings erstellt werden. Ja, am Ende eines jeden Semesters kommen zwangsläufig auch die Prüfungen. Das Format, also ob die Klausur in Präsenz oder online stattfindet, wird rechtzeitig vorher kommuniziert. Ebenso gibt es die Möglichkeit einer klassischen Closed-Book-Klausur, also das, was man vielleicht aus der Schule kennt, also eine Prüfung ohne oder mit ein paar erlaubten Hilfsmitteln, die gegebenenfalls bei einer Online-Klausur überwacht werden. Möglich ist aber ebenso eine Open-Book-Klausur, in der alle Hilfsmittel erlaubt sind. Hier solltet ihr unbedingt auf die Zeit achten. Sollte eine Online-Prüfung notwendig sein, wird das Tool vorher ausführlich erklärt und es gibt auch davor einen Testlauf, damit ihr euch wirklich mit dem Tool vertraut machen könnt. Tools, die beispielsweise eingesetzt werden können bei einer Online-Klausur, sind TUM-Examen. Dabei erhaltet ihr über TUM Online einen personalisierten Link. Über diese Webseite könnt ihr euch dann die Prüfung als PDF herunterladen, innerhalb der Zeit bearbeiten, dann wieder hochladen. Ausführliche Informationen zu TUM-Examen hier. Über Artemis können ebenfalls Klausuren geschrieben werden. Dabei sind neben Text auch Diagramme und Programmieraufgaben möglich. Studierende der Informatik werden Artemis in PGDP noch ausführlich kennenlernen. Ebenso sind sogenannte Moodle-E-Tests möglich, also Multiple-Choice-Tests über Moodle. Diese werden gegebenenfalls durch das böse Proctorio überwacht. Ja, das wäre es soweit mit der IT-Einführung. Ich hoffe, ich habe euch an dem Samstagvormittag jetzt damit nicht komplett überrollt. Die Folien findet ihr auf der Webseite der Studieneinführungstage, damit ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt und auch die Einrichtung in Ruhe durchführen könnt. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr diese gerne über Slido stellen. Zur Beantwortung der Fragen kommen wir jetzt. Kann man Moodle auch mit der Moodle-App nutzen? Nein, das geht leider nicht.
Warum gibt es bei der LV-Anmeldung eine Warteliste, wenn die Teilnehmerzahl unbegrenzt ist? Es gab dieses Semester eine Umstellung auf das neue TUM Online. Dadurch hat sich der Anmeldeprozess etwas verkompliziert, da es keine First-Come, First-Serve-Anmeldung mehr gibt, sondern eben eine Anmeldung, indem man sich innerhalb der Anmeldefrist anmeldet und dann nach der Anmeldung Plätze zugeteilt werden. Daher kann es teilweise sein, dass nur Voraussetzung erfüllt steht, obwohl die Teilnehmerzahl eigentlich unbegrenzt ist. Die TUM Campus App kann die Einrichtung von Eduroam nicht vornehmen, obwohl die Passwörter nicht bei Google gespeichert werden. Dann war das eine falsche Information von mir. Ich konnte bei meinem Handy die Einrichtung im letzten Semester noch mittels der TUM Campus App vornehmen. Die Einrichtung auf Android ist eigentlich noch die leichteste von allen, daher auch nicht schlimm, wenn es die App nicht kann. Die einzelnen Symbole habe ich eigentlich vorher schon erklärt. Also es gibt noch mal kurz zusammengefasst den grünen Kreis, das sind Prüfungen. Die Prüfungsanmeldung dieses Semester wird ab dem 7.12. bis zum 15.01. möglich sein. Wichtig wäre hier, dass ihr euch die scharfe Deadline vom 15.01. nicht nur für die Prüfungsanmeldung, sondern auch für die Zahlung des Studentenbeitrages merkt. Wenn ihr euch also sozusagen als Faustregel merkt, euch bis Weihnachten zu den Prüfungen anzumelden und den Studentenbeitrag zu zahlen, sollte das ausreichen. Gibt es die Möglichkeit, als Student eine Adobe-Lizenz zu erhalten? Soweit ich weiß, nicht. Da müsstet ihr aber nochmal beim LRZ nachschauen. Wieso wird die TUM-Mailbox bei mir nicht angezeigt? Schau vielleicht nochmal nach, ob du in TUM Online bei E-Mail-Adressen die Zustellung an eine Mailbox ausgewählt hast und nicht nur Weiterleitung ausgewählt hast. Denn bei nur Weiterleitung gibt es keine eigene Mailbox, sondern die E-Mail wird nur an die eingegebene E-Mail-Adresse weitergeleitet. Genau, die Folien zu dem Vortrag könnt ihr euch auf der Webseite der Studieneinführungstage herunterladen. Diesen Stream gibt es im Nachgang auch als Aufzeichnung noch auf YouTube. Was sind die Gruppen bei den Lehrveranstaltungsanmeldungen? Die Gruppen sind insbesondere dann interessant, wenn es Anmeldungen zu Tutorien gibt, da es dort logischerweise mehrere Gruppen gibt. Hier könnt ihr dann einzelne Gruppen auswählen und diese meistens nach eurer Priorität priorisieren. Bei Vorlesungen gibt es meistens nur eine Gruppe, diese müsst ihr dann auswählen und euch dafür anmelden. Grundsätzlich muss ich mich im ersten Semester für alle Veranstaltungen des Semesterplans anmelden. Grundsätzlich ist der Semesterplan erstmal nur eine Empfehlung, wie ihr euer Studium gestalten sollt. Die einzige sozusagen Requirement, das von euch erwartet wird, ist, dass ihr innerhalb der Studienzeit alle Pflicht- und entsprechende Wahlmodule bestanden habt. Gerade im ersten Semester ist es aber empfehlenswert, sich an den Semesterplan zu halten und sich für die entsprechenden Veranstaltungen anzumelden. Sollten hier noch Fragen bestehen, könnt ihr euch auch an die Studienberatung wenden. Ist die Anmeldung zu einem Kurs verbindlich? Grundsätzlich nicht. Also ihr meldet euch einmal für die Vorlesung an. Dies ist eigentlich relativ unverbindlich. Wirklich verbindlich wird dann nur die Anmeldung zur Prüfung. Ihr habt die Möglichkeit, euch bis 1 oder 2 Wochen vorher, da müsst ihr nochmal genau schauen, von der Prüfung wieder abzumelden. Einzig verbindlich meines Wissens nach ist die Anmeldung nur beim Programmierpraktikum. Dies wird aber nochmal bei der jeweiligen Lehrveranstaltung erklärt. Für allgemeine Informatik kann man sich bisher nur für diskrete Strukturen, IDE und ERA anmelden. Genau, das Programmierpraktikum, also das PGDP als eigentlich Tutorübung zu IDE, dort ist die Anmeldung
Erst in Kürze über ein Matching-Tool möglich. Informationen dazu findet ihr im Moodle-Kurs von IDI bzw. in der ersten Vorlesung. Wie greift man auf seine TUM-Mail-Adresse zu? Das hatte ich vorher in den Folien erklärt. Sollten hier noch Fragen bestehen, ladet euch einfach die Folien runter und schaut euch es nochmal an. Wird über die RBG-E-Mail-Adresse was gesendet, was nicht über die LAZ-E-Mail gesendet wird? Ja, wobei die E-Mails über die RBG-Kennung relativ unwichtig sind. Also dort bekommt ihr beispielsweise Benachrichtigungsmails, falls ihr Druckaufträge durchgeführt habt, falls ihr Scans durchgeführt habt. Wirklich, wirklich Wichtiges für den Studienverlauf kommt meistens über die LAZ-E-Mail. Dennoch ist es empfehlenswert, sich einfach die E-Mail-Adresse weiterzuleiten und dann könnt ihr im Fall des Falles darauf registrieren. Wo kann man die E-Mail-Adresse mit Vorname.Nachname@tum.de hinzufügen bzw. erstellen? Dazu geht ihr in TUM Online auf den Reiter E-Mail-Adressen und dort habt ihr unterhalb eurer E-Mail-Adresse in der Form lazkennung@my.tum.de ein Feld. Dort könnt ihr einfach Vorname, Punkt, Nachname, also natürlich entsprechend mit euren Vornamen bzw. Nachnamen anmelden, eingeben und könnt dann auf Bestätigen gehen. Dann sollte sich die E-Mail-Adresse entsprechend erzeugen. Wie kann man die TUM-Mail zu Thunderbird oder auf dem Handy hinzufügen? Die TUM-E-Mail geht meines Wissens nach nicht mit der Outlook-App auf dem Handy. Eine entsprechende Anleitung dazu zur Einrichtung habe ich in den Slides verlinkt. Hier müsste man vielleicht mal entsprechend rumprobieren, da es ja auch mehrere Systeme gibt. Wenn ich mich bei einer Übung anmelde, soll ich da mehrere Gruppen auswählen oder nur eine einzelne? Da es bei TUM Online kein First-Come-First-Serve-Prinzip mehr gibt, also entsprechend die Plätze nach der Anmeldefrist zugewiesen werden, ist die Anmeldung zu mehreren Übungen durchaus sinnvoll, damit ihr nicht ohne Übung dasteht. Ihr habt die Möglichkeiten, entsprechende Präferenzen anzubieten, also in dem Sinn eigentlich zu priorisieren. Ihr werdet dann aber zu einer Übung angemeldet. Es ist aber sehr empfehlenswert, sich zu mehreren Übungen anzumelden und dann sucht das System euch eine Übung aus. Ich habe noch keine Rechnerkennung erhalten. Muss man hierfür die im Video angezeigte E-Mail-Adresse anschreiben oder wie erhält man sie? Dazu könnt ihr in den Folien verlinkt auf uCentral gehen. Dort solltet ihr die beantragen können. Wie meldet man sich zu Modulen an, die keine Lehrveranstaltungen haben? Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst, weil eigentlich so gut wie alle Module aus einer Vorlesung und aus einer Prüfung bestehen. Wenn du PGDP meinst, die Anmeldung dazu erfolgt über Artemis und gegebenenfalls später nochmal über eine separate Prüfungsanmeldung in TUM Online. Dabei gibt es aber alle Infos nochmal ausführlich im Moodle-Kurs bzw. in den entsprechenden Vorlesungen. Wo finde ich die Modulhandbücher der Lehrveranstaltung? Die Studierenden der Informatik und Mathematik können hier einfach auf tum.sexy gehen, in die Suchleiste Studienplan eingeben und dort sind alle Studienpläne verlinkt. Studierende der Physik müssten nochmal auf der Webseite der Physikfakultät nachschauen. Was bringt es sich, sich Lehrveranstaltungen über den Stern vorzumerken? Also es gibt einmal die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen sich vorzumerken. Dies bietet einfach die Möglichkeit, dass ihr Lehrveranstaltungen einfacher wiederfindet. Dies ist aber in dem Sinn eigentlich nicht möglich. Genau, in TUM Online selber könnt ihr euch einzelne Kacheln mit Sternchen markieren, dann rutschen die einfach nach oben. Genau, also. Also, wie geht ihr, wie angekündigt, nochmal auf die Modulhandbücher ein? Da gebe ich einfach noch mal kurz ein Beispiel. Wenn ihr hier auf die Webseite tum.sexy geht, könnt ihr hier
Studienplan eingeben. Dann seht ihr hier schon die entsprechenden Studienpläne. Beispielsweise jetzt für Studierende Bachelor Informatik könnt ihr hier draufklicken, werdet dann auf die Webseite der Fakultät weitergeleitet und hier findet ihr alle empfohlenen Module für das jeweilige Semester. Gerade Studierende in der reinen Informatik können auch noch selber Wahlmodule beachten. Now, Studierende der Physik sollten nochmal auf der eigenen Webseite nachschauen. Dies gibt es in TUMSEXY leider nicht. Sollten darüber hinaus noch Fragen zu den Studienplänen bestehen, könnt ihr euch an die Studienberatung wenden. TopStream, sehr angenehm zuzuhören. Vielen Dank für die vielen nützlichen Infos. Ja, freut mich, das zu hören. Dankeschön. Wie kann es bei Wirtschaftsinformatik sein, dass man sich, wenn man sich für alles im Semesterplan anmeldet, zwei Vorlesungen gleichzeitig stattfinden? Im ersten Semester sollte dies meines Wissens nach nicht erfolgen. Vielleicht wichtig zu erwähnen wäre noch, dass ihr euch im Studienplan in TUM Online hier über diesen Studienplan anmeldet und nicht über den Semesterplan hier oben, weil dieser einfach völlig falsch ist bei manchen Studienplänen. Lieber entsprechend in dem Studienplan hier anmelden, über TUMSEXY dann den entsprechenden Studienplan, sagen wir Wirtschaftsinformatik, suchen und dann dementsprechend das auswählen. Leider ist es bei Wirtschaftsinformatik, ich bin selber einer davon, durchaus der Fall, dass sich Vorlesungen überschneiden können. Das werdet ihr im zweiten und auch im dritten Semester noch sehen. Das ist leider sehr ärgerlich, aber dank Aufnahmen durchaus verkraftbar. Bei mir gibt es den TUM Exchange-Button nicht. Muss ich diesen irgendwie aktivieren? Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst. Es reicht eigentlich aus in TUM Online, wenn ihr in TUM Online hier auf E-Mail-Adressen geht, solltet ihr hier die TUM Mailbox Exchange auswählen, falls ihr eben das in die eigene Mailbox weiterleiten wollt. Ich persönlich habe mir die TUM E-Mail-Adresse an die LBG-Kennung weitergeleitet. Aber bei mir, wie ihr seht, ist auch die TUM Mailbox als Exchange verfügbar. Bei mir ist nur der DS-Kurs automatisch auf Moodle. Soll ich mich für die anderen Kurse selbst anmelden? Grundsätzlich sollte nach der Anmeldung in TUM Online auch automatisch der jeweilige Moodle-Kurs sichtbar sein. Bei IDE scheint es da einige Probleme gegeben zu haben. Da kann ich euch aber leider nichts Genaueres sagen. Die IDE-Vorlesung findet, soweit ich weiß, über TUM.live statt, also da am besten auch in die erste Vorlesung schauen. Wenn mehr Leute in ein Tutorium wollen, als es Plätze gibt, wie wird dann entschieden? Bisher war es so, dass es einfach bisher war es so, dass es einfach eine First-Come-First-Serve-Anmeldung gab. Dies wurde jetzt geändert, um etwas fairer zu sein. Wie genau da das funktioniert, weiß ich selber nicht. Es wird aber wohl eine Art Matching-System sein. Daher ist es wichtig, sich für mehrere Tutorien anzumelden und entsprechend nach seinen Präferenzen zu gewichten. Wie synchronisiere ich meinen Kalender auf TUM Online mit dem Kalender auf dem Handy? Dazu geht ihr in TUM Online auf Terminkalender und dann könnt ihr hier auf Veröffentlichen klicken. Dort findet ihr dann einen iCal-Link, den ihr einfach zu eurem Kalender hinzufügen könnt. Darf man mehr als 100 Seiten drucken? Ja, ihr dürft so viel drucken, wie ihr wollt, solange ihr eben das entsprechende Druckkontingent habt. Wo wird eine Lehrveranstaltung bei freier Anmeldung zugeordnet?
Freie Anmeldung sollte man eigentlich nur in Ausnahmefällen benötigen, da freie Anmeldung bedeutet, dass dieses Modul erstmal nicht sozusagen zu eurem Studienfortschritt zählt. Das heißt, ihr dürft da einfach sozusagen, weil ihr Spaß habt, zuhören. Genau, daher dort eigentlich immer den Studienplan, Kontext bzw. euer jeweiliges Studium auswählen. Ist ein Remote-Zugriff über SSH auf die Rechnerhalle empfehlenswert? Ich studiere selber Wirtschaftsinformatik. Ich benötige das jetzt für das Studium nicht, habe es mir aber dennoch eingerichtet. Ich weiß, dass es manche Informatikstudenten benötigen. Ich meine, schaden kann es eigentlich nicht, sich das mal einzurichten. Wie bekommt man das Passwort zum Online-Unterricht auf Zoom? Das solltet ihr im jeweiligen Moodle-Kurs beziehungsweise über die jeweilige Kommunikationsplattform eigentlich bereitgestellt werden. Manchmal kann es notwendig sein, dass ihr euch dann in Zoom mit eurer LAZ-Kennung anmeldet. Dann sollt ihr eigentlich das Passwort nicht benötigen. Wie gesagt, das Passwort sollte eigentlich mit euch geteilt werden. Wo sehe ich denn, über welche Seite die Vorlesung stattfinden wird? Das sollten eigentlich die Dozenten mit euch kommunizieren. Da steht ja meistens irgendwie ein Link oder ein Hinweis dabei. Diese Kommunikation erfolgt, wie gesagt, über Moodle. Ich kann die TUM Online App nicht verwenden, obwohl ich den Zugriff schon in TUM Online aktiviert habe. Da kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. Bei mir funktioniert die App. Ich weiß, das klingt immer relativ blöd. Vielleicht hilft ja der alte Trick, deinstallieren und neu installieren. Ansonsten gibt es für die TUM Online App auch nochmal separate Ansprechpartner. Gibt es eine App für die TUM Mailbox? Soweit ich weiß, funktioniert die Outlook-App nicht. Die E-Mail-App beispielsweise bei Samsung funktioniert, mit den anderen soll es aber auch gehen. In meiner TUM Campus-App steht, dass ich für Vorlesungen und Noten nicht berechtigt bin. Hast du eine Idee, wieso das so ist? Ich meine, das kann daran liegen, dass du noch keine Note bekommen hast. Also du bekommst ja deine Noten dann eigentlich erst frühestens im Februar. Das kann dann manchmal zu Fehlern führen, aber sobald dann die erste Note da ist, sollte das eigentlich gehen. Vielleicht hier erwähnenswert, wenn ihr die Prüfung über TUM Examen schreibt, bekommt ihr den Link als Prüfungsergebnis. Dann seht ihr in der TUM Campus App nur eine Note mit einem grauen Notenfeld, also ohne Note. Deswegen nicht wundern, also sobald eine Note ist, steht die da relativ klar und deutlich in der TUM Campus App zu sehen. Was genau versteht man unter Tutorübungen? Es gibt natürlich einmal die Vorlesungen, wo natürlich das Wissen relativ einseitig vermittelt wird. In Tutorübungen gibt es darüber hinaus nochmal die Möglichkeit, das Wissen mittels Aufgaben zu vertiefen. Ihr seid in Kleingruppen von etwa 30 Personen, könnt euren Tutor fragen, der dafür auch bezahlt wird, um einfach ein besseres Verständnis des Stoffes zu bekommen. Der Besuch der Tutorübungen ist absolut empfehlenswert. Manche sagen sogar, die sind wichtiger als die Vorlesungen an sich selber. Wie meldet man sich für Tutorien in TUM Online an? Ja, da hatte ich vorher mit ID ein schlechtes Beispiel gewählt. Wenn wir beispielsweise mal im zweiten Semester dann Einführung in die Softwaretechnik wählen, habt ihr hier einmal die Anmeldung zur Vorlesung und darunter dann nochmal eine separate Anmeldung für die Tutorübungen. Dort könnt ihr euch dann auch entsprechend hier anmelden. Die Anmeldung für die Tutorien ist meistens ab der ersten Vorlesung freigeschaltet. Ihr findet Informationen dazu auf Moodle bzw. in der ersten Vorlesung. Bei mir erscheint der Moodle-Kurs Diskrete Strukturen nicht. Ich suche danach, aber es werden mir nur die alten DS-Kurse angezeigt. Hier kannst du mal versuchen, im Browser ds.tum.sexy einzugeben. Das ist dieser Shortlink. Das sollte dich eigentlich direkt zum Diskreten Strukturen Moodle-Kurs führen.
Was hat es mit dem Studienplankontext auf sich? Das ist, wie gesagt, nur die Auswahl, dass ihr sozusagen diesen Kurs im Rahmen eures Studiums einbringt. Hier müsst ihr einfach euer Studium auswählen. Kann man was machen, um in TUM Online Moodle angemeldet zu werden, wenn man wegen verzögerten Abschlussdokumenten noch nicht formal eingeschrieben ist? Das kann ich dir nicht genau beantworten. Vielleicht kontaktierst du hier nochmal die Studienberatung bzw. das Servicebüro. Kann man sich für einen Programmierkurs oder sowas anmelden, wenn man nicht Informatik studiert? Grundsätzlich kann man sich für andere Module mittels dieser freien Anmeldung anmelden. Vielleicht schaust du nochmal in deinem Studienplan nach, ob du nochmal die Möglichkeit hast, irgendeinen Programmierkurs im Rahmen deines Studiums beispielsweise als Wahlkurs einzubringen, da du ja dafür dann auch eine Note und entsprechende ETCS-Punkte bekommst. Bei einer freien Anmeldung lohnt sich dann meistens der Aufwand nicht, da man ja keinen Benefit für sein Studium hat. Ich habe meine SSH-Kennung auch noch nicht erhalten oder weiß nicht, wo ich die finde. Ich muss noch zu einem Auswahlgespräch. Wenn du noch nicht im Auswahlgespräch warst, bist du ja meines Wissens nach noch nicht immatrikuliert. Die Immatrikulation ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man eine SSH-Kennung bekommt. Sollte das irgendwie brennen, vielleicht nochmal die Studienberatung befragen. Wie kann ich auf OneDrive zugreifen? Der Login über LAZ-Kennung at for students. Geht nicht. Über OneDrive gibt es eine eigene Anmeldung. Da kannst du dich bei Office 365 Education einfach in Google eingeben, dann auf der jeweiligen Microsoft-Seite mit deiner TUM-E-Mail-Adresse registrieren und dann solltest du die Möglichkeit haben, dich dort für den OneDrive-Speicher zu registrieren. Das ist allerdings kein Angebot der TUM, sondern ein Angebot von Microsoft. Daher, wie gesagt, über Office 365 Education registrieren. Wieso wird lineare Algebra in meinem Studium nicht angezeigt? Also die Informatiker haben lineare Algebra erst im zweiten Semester. Daher kannst du dich logischerweise noch nicht anmelden. Wie es bei den Mathematikern ist, kann ich dir jetzt nicht genau beantworten. Vielleicht kannst du deinen Kommilitonen fragen oder im Notfall die Studienberatung kontaktieren. Im Studienstarter-Studienplan gibt es die Spalte Sperrung. Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst. Also ich habe das noch nie bewusst gesehen. Wenn es dann nochmal Fragen gibt, dann schreib es einfach nochmal über Slido. Wann bekommt man einen Fixplatz zum Tutorium oder eine Benachrichtigung, dass man nicht einen der 25 Plätze bekommt? Also es gibt bei der Anmeldung zum Tutorium oder bei der Anmeldung zu einer beliebigen Lehrveranstaltung eigentlich immer oben die Information von wann bis wann der Anmeldezeitraum ist. Dann bei Platzvergabe steht eigentlich meistens, wann die Platzvergabe erfolgt. Die Platzvergabe erfolgt frühestens, nachdem der Anmeldezeitraum vorbei ist. Ich habe jetzt hier die Anmeldung zu ID offen, das macht keinen Sinn, weil es eben jeder einen Fixplatz bekommt. Aber wie gesagt, du solltest einen Fixplatz frühestens bekommen nach dem Anmeldezeitraum. Eine Benachrichtigung, dass man keinen Platz bekommen hat, gibt es meines Wissens nicht. Du bekommst nur eine Benachrichtigung, wenn dir ein Fixplatz zugewiesen wurde. Bei mir steht in der TUM Online-App bei Vorlesungen keine Berechtigung, obwohl ich mich schon angemeldet habe für die Pflichtmodule. Das kann ich dir jetzt nicht genau beantworten. Eigentlich sollten da die Vorlesungen sichtbar sein. Die TUM Online Campus App ist teilweise etwas buggy, aber
So als Hilfsmittel durchaus nützlich. So, jetzt haben wir noch ein. Jetzt schaue ich noch mal schnell nach, ob wir Fragen haben. Gibt es Aufzeichnungen von den FPSO-Präsentationen von gestern? Das kann ich dir nicht genau sagen. Da müsstest du noch mal nachschauen, da dies meines Wissens nach ein Angebot der Studienberatung ist. Bei WINFO gibt es zweimal Buchführung, Rechnungswesen, einmal am Campus Straubing und einmal nochmal. Nein, du musst dich nur für eins anmelden. Buchführung und Rechnungswesen wird zusätzlich am Campus Straubing angemeldet. Da du wahrscheinlich keine Lust hast, regelmäßig nach Straubing zu pendeln, in Normalzeiten, solltest du dich einfach bei dem Normalen anmelden. Buchführung und Rechnungswesen ist hier nochmal ein Sonderfall, da es hier nochmal eine Wahlmöglichkeit zwischen Deutsch und Englisch gibt. Informationen dazu aber im Moodle-Kurs. So. Genau, die Folien findest du entweder jetzt oder später auf der Webseite der Studieneinführungstage. Wenn man auf TUM Online auf Studienstatus, Studienplan geht. Also ich kann die Sperrung jetzt nicht genau finden. Sollte es da nochmal Fragen geben, vielleicht am besten die Studienberatung kontaktieren. Ich kann meine TUM-E-Mail-Adresse mit meinem Handy mit einer E-Mail-App verbinden. Ja, das ist möglich. Ob es mit der Gmail-App geht, weiß ich nicht. Am besten nochmal in den Vorlesungsfolien nachschauen, da ist eigentlich die Anleitung zur Einrichtung mittels Client verlinkt. Ja, da es soweit dann von eurer Seite keine Frage gibt, haben wir die IT-Einführung doch noch geschafft. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Die Informationen haben euch nicht komplett überfordert. Sollte es noch Fragen geben, die Aufzeichnung ist dann auf YouTube verfügbar. Ebenso nochmal der Hinweis auf die Gamer Rally heute von 14 bis 18 Uhr auf Discord. In dem